Stell dir vor, du hättest die Macht, dein Unterbewusstsein direkt anzusprechen und dein Leben grundlegend zu verbessern. Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Entdecke die Geheimnisse der Quantensuggestionen, eine bahnbrechende Technik, die herkömmliche Affirmationen und Suggestionen in den Schatten stellt. Erfahre, wie du mit Hilfe von Bildern, Metaphern und Emotionen dein Leben von Grund auf neu gestalten kannst. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach, Bewusstseinsforscher und ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema, wie kann man sein Bewusstsein erweitern, wie kann man ein glücklicheres Leben führen. Wie kann man viel mehr Liebe in sein Leben integrieren? Und dazu habe ich mich sehr intensiv natürlich mit Affirmationen beschäftigt, mit Suggestionen, mit Meditation, mit Hypnose. Ich habe auch den Diplom-Trainer-Hypnose-Ausbildung gemacht, die sehr, sehr lange dauert. Und habe mir einfach ein fundiertes Wissen, wie du hinten siehst, angeeignet in diesem Kontext, was das Thema Bewusstsein, Spiritualität, Hypnose und Gehirnforschung. Du weißt ja vielleicht, dass ich ja Gründer von Brainwave 3D bin, dass wir haben ein eigenes Institut, das Brainwave Entertainment Research Institut, wo wir am Gehirn forschen mit Frequenzen und so weiter. Das heißt, ich beschäftige mich sehr intensiv mit diesem Thema, wie manipuliere ich unsere Gedanken und so weiter. Und ich habe auch einen eigenen Kurs gemacht, der nennt sich Breakthrough Chapter 1 in der Meditation Academy. Das dauert über 20 Stunden, wo wir dir intensiv, ja, die ganzen Gehirnsachen und alles Mögliche erklären. Also ich will damit einfach nur sagen, ich habe ein fundiertes Wissen in Bezug auf das Thema, wie ändert man seine Reaktionen, wie ändert man seine Glaubenssätze, seine Muster, seine Gedanken, seine Selbstregulation und so weiter. Und da habe ich mich natürlich durch dieses ganze Wissen, was ich mir angeeignet habe, mir überlegt, so hey, Affirmationen dauern ja, du musst 90.000 Affirmationen hören, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, dass das Gehirn das ansatzweise annimmt, ja, weil das Problem ist, du kämpfst halt gegen eine Firewall, du kämpfst gegen den Verstand, der sagt, naja, aber du hast eine Krankheit, du fühlst dich nicht gesund oder das stimmt gar nicht, du lügst dich selber an. Und damit ist Affirmation und Suggestion eigentlich komplett ein altmodischer Ansatz. Ich vergleiche das so schon wie mit der Kutsche, also bist du mit dem Pferd geritten. Ne? Aber wir leben in einer Zeit, wo wir diese Technologie nehmen können, wie Affirmationen oder Suggestionen, und die auf eine andere Ebene bringen können. Und ich habe diese Sachen vermischt mit meinem bestehenden Wissen und habe daraus Quantensuggestionen entwickelt. Und ich möchte in diesem Video mit dir ganz detailliert darauf eingehen, was sind die Unterschiede zwischen Affirmationen, Suggestionen und Quantensuggestionen und wie wirkt das im Gehirn wissenschaftlich, ja? Was verändert sich dort, ja? Ich habe hier stehen, Quantensuggestionen sind eine kraftvolle Methode, um das Unterbewusstsein zu beeinflussen und so positive Veränderungen in unserem Leben zu bewirken. Im Gegensatz zu herkömmlichen Affirmationen und Suggestionen verwenden Quantensuggestionen gezielt Bilder, Metaphern und Emotionen, um direkt das Unterbewusstsein anzusprechen und das Ego zu umgehen. Wir werden uns das in diesem Video das Ganze anschauen, welche Vorteile gegenüber traditionellen Techniken, die deine Verhalten verändern oder deine Gedanken verändern oder deine Muster verändern. Und ich werde dir auch viele praktische Beispiele geben, wie man das im täglichen Leben integrieren kann. Ja. Wichtig ist, dass du weißt, dass der Hypnose-Lehre ist, dass das Unterbewusstsein Bilder und Emotionen nimmt und damit alles umspeichert. Das heißt, wenn man sagt, ich bin gesund, ich bin gesund, ist es eine Information. Das ist wie ein Sandkorn in der Wüste. Da passiert im Gehirn nicht viel. Ja. Wenn du aber sagst, okay, du bist eine Blume, du stellst eine Blume vor und diese Blume reift, und die wird immer schöner und größer und Farben und du riechst diesen Duft und du stellst dir vor, du bist diese Blume und dann faltest dich im Laufe deiner Geburt zu dieser Blume, ja, zu deiner Individualität, zu deiner Persönlichkeit, dann hast du ein Bild und dieses Bild ist gekoppelt mit Düften, mit Emotionen, mit Sinnen und das Gehirn nimmt das sofort an, weil es kann nicht aus, weil diese Bilder und diese Emotionen müssen gesehen und gefühlt werden, ja. Also Quantensuggestionen im Vergleich zu Affirmationen und Suggestionen. Während Affirmationen und Suggestionen häufig in der Selbsthilfe und im Coaching eingesetzt werden, um das Denken und Verhalten zu ändern,
stoßen sie oft an ihre Grenzen, wie zum Beispiel Affirmationen sind positive Aussagen, die wiederholt werden und in der Regel 90.000 Mal, das ist schon ziemlich lang, das dauert in der Regel 4 Jahre, ja. Und sind positive Aussagen, die wiederholt werden, um das Unterbewusstsein zu beeinflussen. Im Vergleich dazu sind Suggestionen ähnlich, jedoch oft indirekter formuliert. Und beide Techniken können vom kritischen Verstand, vom Ego blockiert werden, ja? Wodurch die Wirkung begrenzt ist. Es gibt Studien, da wurde gezeigt, dass man 90.000 Wiederholungen braucht, also im Schnitt 4 Jahre lang das Ganze hören muss, um eine herkömmliche Suggestion im Gehirn positiv zu platzieren. Also, forget it, ja. Das ist auch der Grund, warum du immer Suggestion oder Affirmation hörst und du denkst so, ja, es passiert trotzdem nichts. Ja. Schauen wir uns mal Quantenphysik und Gehirnforschung an. Ja. Quantensuggestion, das ist eine Technik, die auf Prinzipien der Quantenphysik basiert und darauf abzielt, die Realität durch gezielte mentale Fokussierung und Intention zu beeinflussen. Dieser Ansatz kombiniert die Elemente von Affirmation, Suggestion, geht jedoch über die traditionellen Techniken hinaus, indem er die Natur des Bewusstseins nimmt und die Realität aus einer quantenphysikalischen Perspektive betrachtet. Und vielleicht kennst du die Arbeit von Vladim Seeland, der herausgefunden hat, dass wir Menschen nicht in einer Naturgesetz Welt leben, sondern in einer Quantenwelt, dass diese Gesetze, die in der Quantenwelt gelten, genauso in unserer normalen Welt gelten. Und dass ich dieses Buch gelesen habe und was ich am tollsten dort fand, war, als er ganz am Anfang geschrieben hat, so das, was ich dir hier vorlese, ist hier kein spiritueller Hokuspokus, sondern es ist Quantenphysik, die auf Basis von Wissenschaft beruht. Und du wirst manche Sachen denken, so, nein, ich weiß, das ist sehr, sehr spirituell und esoterisch, aber wende es in der Praxis an, wende es im Leben an und du wirst sehen, wie das Naturgesetz greift, der Quantenphysik. Und dass ich dann diese ganze Buchserie gelesen habe, dachte ich mir so, wow, und das funktioniert. Ich habe es alles in der Praxis getestet, habe es in den Seminaren den Teilnehmern erzählt und die haben mir gesagt, wow, das funktioniert, ja. Und da habe ich dann diese Naturgesetze der Quantenphysik genommen und habe sie angewendet auf Affirmationen und Suggestionen und habe daraus die Quantensuggestionen entwickelt, ja. Der Unterschied zwischen Quantensuggestionen und herkömmlichen Affirmationssuggestionen liegt darin, dass in der Grundannahme, dass das Bewusstsein direkt mit der physikalischen Realität auf einer subatomaren Ebene interagiert. Ja? Quantensuggestionen beruhen auf der Idee, dass Gedanken und Intention nicht nur die persönliche Wahrnehmung, sondern auch die äußere Realität beeinflussen können, was schlussendlich die Essenz von Transurfing ist und von Quantenphysik. Ja? Sprich, du bist das Placebo von Dr. Joe Dispenza. Ne? Während Affirmationen und Suggestionen darauf abzielen, das eigene Denken und Handeln durch positive Aussagen und Vorschläge zu beeinflussen, geht die Quantensuggestion einen Schritt weiter, indem sie die Kraft des Bewusstseins und der Intention nutzt, um die Realität selbst zu beeinflussen. Somit sind Quantensuggestionen hingegen nutzen gezielt Bilder, Metaphern und Emotionen, um das Bewusstsein direkt anzusprechen, durch das Einbetten von Veränderungen in kraftvolle emotionale Bilder in kraftvolle emotionale Bilder umgehen damit Quantensuggestionen die Abwehrmechanismen des Egos und erreichen so eine tiefgehende Wirkung, die auf Basis von Hypnose und wissenschaftlicher Hypnose, klinischer Hypnoseforschung nachgewiesen wurde, wie gewisse hypnotische Muster direkt das Gehirn umschreiben und dann Verhalten sich sofort ändern. Ja. Ich werde gleich zu ein paar Beispielen kommen, wo ich dir einfach ein paar Unterschiede zeige. Es gibt auch, was ich noch entwickelt habe, wenn wir schon drüber reden, auch Quantenmeditation. Das sind eigene Meditationen, die dich in einen Prozess führen, der genau auf diese Physik dahinter abgestimmt ist. Ja. Und da werde ich auch ein paar Beispiele gleich dazu sagen. Ja. Die Rolle von Bildern, Metaphern und Emotionen in der Gehirnforschung. Ja. Bilder und Emotionen haben eine direkte Wirkung auf das Unterbewusstsein, ja, und sind daher von zentraler Bedeutung bei der Gestaltung von Quantensuggestionen. Ja. Metaphern veranschaulichen komplexe Ideen und auf einfache und einprägsame Weise, ja, und machen so das Unterbewusstsein dich leichter zugänglich für eine Sache. Wenn du zum Beispiel eine Veränderung willst und du sagst, ja,
So wie die Wolken am Himmel vorüberziehen und die Sonne dahinter strahlen lassen und diese Wärme fühlbar machen, so ziehen die Probleme an mir vorüber und danach verschwinden die Sorgen und ich fühle mich gelassen und erholt. Ja, als Beispiel. Also nur als ein Beispiel davon. Ja. Also diese Metaphern haben halt diesen Vorteil, dir ein Bild im Gehirn zu erzeugen mit einer Geschichte dahinter und nehmen dieses Bild als Analogie, um deine neue Programmierung, deine Suggestion, die du programmieren möchtest, mit dieser Grundwahrheit, die ein Fakt ist, dass die Wolken vorüberziehen und dass danach die Sonne kommt und dass du danach Wärme empfindest, dass sie das umschreiben, ja, durch diese Grundwahrheit. Das ist sowas, ja. Ideen und einfach einprägend machen und unterbewusster Leiter zugänglich. Emotionen hingegen intensivieren die Wirkung von Bildern und Metaphern und schaffen eine starke Verbindung zum Unterbewusstsein. Und dann gibt es noch ein Sprachmuster. Ich nenne es das von Tag zu Tag immer mehr und mehr Sprachmuster. Ja? Ein weiteres entscheidendes Merkelement der Quantensuggestion ist das von Tag zu Tag immer mehr und mehr Sprachmuster. Durch die Verwendung dieses Musters wird die Veränderung als ein kontinuierlicher Prozess dargestellt, der das Ego umgeht und die Selbstsabotage verhindert. Dies ermöglicht es dem Unterbewusstsein, die Suggestion leichter anzunehmen und zu integrieren. Das, wenn du sagst, ich werde von Tag zu Tag immer gesünder und gesünder, kann dein Ego nichts mehr dagegen sagen, weil es so sagt, so, wenn du sagst, ich bin gesund, dann sagt das Ego, naja, du bist gerade krank, hast Fieber, liegst im Bett. So gesund bist du nicht, ja, oder hast diese Krankheit oder was auch immer. Wenn du aber sagst, ich werde von Tag immer gesünder und gesünder, kommt der Verstand und sagt, naja, wir wissen nicht, was morgen passiert, was in den nächsten Wochen passiert. In der Regel, wenn wir uns die Vergangenheit ansehen, verschwinden die Dinge. Ja, so funktioniert das Universum. Sachen kommen und gehen. Und durch diese Grundwahrheit, dass Sachen kommen und gehen, werde ich vom Tag immer gesünder und gesünder. Denn das, was ich gerade habe, verschwindet. Ja. Und dadurch programmierst du dich auf Quantenebene neu ein. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele von Quantensuggestionen an. Ja. Erstes Beispiel ist, so wie das Universum ständig expandiert, so expandiert auch mein finanzieller Horizont und öffnet neue Türen der Möglichkeiten. Jeden Tag ziehe ich immer mehr und mehr Wohlstand und Fülle in mein Leben. Ja. Anderes Beispiel, wie ein Baum, der seine Wurzeln tief in der Erde verankert und seine Äste kraftvoll in den Himmel streckt, so wächst auch meine Selbstsicherheit und innere Stärke von Tag zu Tag immer mehr und mehr. Wie ein kristallklarer Gebirgsbach, der kontinuierlich frisches Wasser in den Ozean trägt, so fließt auch Heilung und Vitalität von Tag zu Tag immer mehr und mehr durch meinen Körper, stärkt mein Immunsystem und erhaltet meine Gesundheit. Und du spürst schon, wenn ich dir das vorlese, wie Bilder kommen, wie Emotionen kommen und wie das Gehirn darauf schon verändert wird. Ja. So wie die Sonne, und das ist eines meiner Lieblingssuggestionen, und zwar, das ist es gibt verschiedene, es gibt kurze Versionen, es gibt mittlere und es gibt auch lange Versionen. Ja. So wie die Sonne jeden Tag aufgeht und die Welt mit ihrer Wärme und Energie versorgt, so fließt auch heilende Energie durch meinen Körper. Mein Immunsystem wächst stärker und wird wieder verstandsfähiger. Und ich bin in perfekter Harmonie mit dem Universum. In jedem Moment schöpfe ich daraus unendliche Weisheit und Kraft, die mich gesund, vital und von Tag zu Tag immer gesünder macht und mein Immunsystem stärkt. Das letzte Beispiel war eine Quantensuggestion, die verwendet die Metaphern der Sonne, um ein Bild von Wärme, Energie und Erneuerung zu erzeugen. Sie vermittelt auch das Gefühl von Harmonie und Verbindung mit dem Universum und betont die Rolle des Immunsystems bei der Erhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden. Ja. Wichtig ist, dass man Quantensuggestionen wiederholt. Das Gehirn lernt durch Wiederholungen. Weil es ist nicht so, dass du es einmal hörst und dann ist es zack, ah, ich bin jetzt ein anderer Mensch oder ich denke anders. Aber es ist etwas, was wesentlich stärker wirkt und das wirst du sofort merken. Wenn du jedoch glaubst, naja, du bist Skeptiker und du glaubst dann das Ganze nicht, dann wird das grundsätzlich gar nicht wirken. Weil das ist die Grundfirewall, die sagt, naja, ich lasse gar nichts mehr in mich rein. Das ist wie Tanzen. Ja?
Tanzen bedeutet, du lässt dich führen und nimmst das an, was jetzt geschieht, wie bei der normalen Hypnose auch. Wenn du aber sagst, nee, ich glaube daran eh nicht, ich höre es mir zwar ein paar Mal an, aber ich glaube nicht dran, dann wirst du sagen, okay, meine Tür bleibt zu, ich werde nicht mit dir tanzen und ich werde das, was kommt, nicht in mein Gehirn übernehmen. Dadurch kann die Wirkung aus dich auch nicht entfalten. Also nur als Info. Ne? Ich habe dir jetzt bisher schon erklärt, warum es wissenschaftlich besser ist, daran zu glauben, damit sich die Wirkung dementsprechend verbessern kann. Ne? Du sollst es am besten anwenden, indem du dir das zum Beispiel ausdruckst. Also wenn man die im Shop bei mir die ganzen Quantensuggestionen kauft, bekommt man auch eine PDF dazu. Und in der PDF gibt es diese Quantensuggestionen, die drin sind. Und du kannst dir die ausdrucken und kopieren und beim Zähneputzen in der Früh und am Abend durchlesen und das Gefühl erzeugen und diese Bilder erzeugen. Und du wirst merken, wie das Ganze nochmal verstärkt wird. Du kannst auch auf der BrainWave 3D-Webseite zu der jeweiligen Frequenz, ja, gibt es in der Beschreibung des Artikels auch die ganzen Suggestionen, die dort vorkommen, die Quantensuggestionen, auch einfach rauskopieren und die dann einfach ausdrucken. Oder im Bereich Downloads findest du auch eine PDF, die wunderschön gestaltet ist. Dort kannst du sie einfach ausdrucken mit einem schönen Rahmen, mit einem schönen Bild dahinter. Und je öfter du es natürlich hörst, desto intensiver wird es wirken. Vor allem die ersten 21, 7 bis 21 Tage wirklich in der Früh und am Abend hören. Ich habe für alle möglichen Themen schon Quantensuggestionen produziert in der App und auch im Shop, also einfach in der Kategorie Selbstprogrammierung. Dort findest du Quantenmeditationen und Quantensuggestionen oder auch meine neueste Entwicklung ist eine Mischung aus beiden, also eine Meditation, die dich in die Quantenwelt führt, die dich verbindet mit dieser Welt, die dich in der Trance führt und dann in diesen Zustand natürlich mit einer Frequenz, die das Gehirn darauf vorbereitet, dass du empfänglich wirst für neue Informationen. Dann eben diese Quantensuggestionen wiederholt werden und dann mehrmals wiederholt die ganze Schleife und das dauert so ungefähr im Schnitt 20 Minuten, also zwischen 10 bis 30 Minuten im Schnitt und dadurch wirst du merken, wow, wenn du das regelmäßig hörst, wie sich das verändert und es kommen alle paar Tage neue Quantensuggestionen für alle möglichen Themen hinzu, also du kannst mir unter diesem Video auch gerne schreiben, so Marco, hey, bitte erstelle für dieses Thema eine Quantenmeditation mit Suggestion und so weiter dazu. Und dann werde ich natürlich dann schauen, dass ich genau darauf auch eine eigene produziere. Ja, du kannst natürlich auch das Ganze Achtsamkeit legen. Es ist nicht so, dass du es einmal hörst und dann merkst du, oh, am nächsten Tag ist alles anders, sondern da es kommen kleine Sachen, dein Verhalten ändert sich langsam, deine Gedanken ändern sich, deine Emotionen ändern sich, deine Menschen, das Verhalten der Menschen spiegelt sich anders. Und du wirst merken, so wow, langsam, Step by Step integrierst du dieses Thema, worum sich es bei dieser Quantensuggestion handelt. Und dann dadurch wirst du natürlich das Ganze ganz auf ein anderes Level heben. Ja. Wichtig ist, dass wenn du es hörst, dass du Ruhe hast, dass du Entspannung dabei hast, dass du es regelmäßig wiederholst, dass du es in dein Leben einbaust mit Hintergedanken, Hintergrundgedanken im Laufe des Tages, dich an das Journaling und das Ganze mitschreibst, Schreibübungen machst, du kannst diese Quantensuggestion auch aufschreiben und gemeinsam mit dir selbst sozusagen reflektieren und spiegeln zu dem Leben, wie hat sich das verändert, das wird die Wirkung nochmal verstärken. Ja. Also das Fazit ist, Quantensuggestionen sind eine innovative Methode und eine kraftvolle Methode auf Basis von Gehirnforschung, Quantenphysik und Quantenwelt, um das Unterbewusstsein viel direkter anzusprechen und eine nachhaltigere und positive Veränderung in dein Leben zu bewirken. Ja? Durch den Einsatz von Bildern, Metaphern, Emotionen und von dem Tag und Tag immer mehr und mehr Sprachmuster ermöglicht es Quantensuggestionen eben eine tiefgehende Transformation und Umprogrammierung im Gehirn zu vollziehen und den Möglichkeiten einer herkömmlichen Affirmation oder Suggestion hinausgeht. Ja? Indem wir eben Quantensuggestion für unseren Alltag nutzen und integrieren, können wir unser komplettes Potenzial, was wir wirklich haben, entfalten und ein erfüllteres und glücklicheres Leben schlussendlich führen. Und das ist auch der Grund, warum ich das entwickelt habe im Zuge der neuen BrainWave 3D-App, die du übrigens kostenlos testen kannst. In der Kategorie Selbstprogrammierung findest du die ganzen Meditationen, Quantensuggestionen. Und das kommt, wie gesagt, alle paar Tage neu hinzu für alle möglichen Themen. Du kannst mir hier unter dem Video selber Vorschläge geben. Ich werde schauen, dass ich dann dazu eigene produziere.
In dem Sinne, ich hoffe, dass dir dieses Video ein bisschen tieferen Einblick gegeben hat in diese Thematik, in meine Arbeit, in meine Arbeitsweise. Und ich optimiere das Ganze natürlich noch mehr und werde immer weiter das Ganze verbessern und verstärken, auch mit Technologie dahinter, die dir hilft, das Ganze noch besser zu machen. Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, danke fürs Liken des Videos, danke für das Teilen dieses Videos an deine Freunde, fürs Abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.